Ja, Leute, heute ist der 19. März, ein Dienstagabend, und ich habe da eine ganz süße Nachricht zu unserem Zucchini Art Award auf Facebook bekommen, von einer Künstlerin aus Potsdam. Ich bin so eine Spießerkünstlerin mit kleinen Gemüsegärtchen. Dank deines Zucchini-Films muss ich mich nun nie wieder schämen. Das ist also auch Kunst, grandios. Ja, das gibt einem doch wirklich zu denken. Also in was für einer Zeit leben wir denn da heute eigentlich, dass man sich als Künstler quasi dafür schämen muss, dass man Gemüse im eigenen Garten züchtet? Also das gibt uns ja dann doch wieder zu denken, beziehungsweise es bestärkt das Zucchini Art Award Team auf seinem Weg, Kunst und Zucchini miteinander zu versöhnen. Also immerhin gab es doch auch mal Zeiten, wo Künstler und Natur sich ganz gut miteinander gefühlt haben. Eigentlich die Natur ist heute genauso da wie vor 500 und 4000 Jahren. Nur vielleicht haben die Künstler so ein bisschen den Faden verloren. Okay, also ich würde mal sagen, vielen Dank für diesen super süßen Kommentar, und das bestätigt und bestärkt uns nochmal mit unserem Filmprojekt The Art of Zucchini wirklich mal auf die Vollen zu gehen. Und liebe Anja, mach doch mit bei uns, es würde mich wahnsinnig freuen. Bye bye.